schwere Wunden verursachen, vergiften, Todesschutz. Schützt das Ziel für die Wirkungsdauer von allen. Wort der Macht Tod, Todzauber und Finger des Todes. Das ist zum Beispiel, wenn man gegen Lich kämpft. Nicht verkehrt, aber das machen wir ja gerade auch nicht. Heilige Macht. Eines Kämpfers. Nee, das ist nicht so berauschend. Noch eine Verteidigungskoordination brauchen wir auch nicht und Schutz vor Blitzen auch nicht unbedingt. Würde ich wirklich sagen, wir packen mal Schutz vor Tod mit rein. Das da sollten wir öfter mal benutzen, die gerechte Magie. Verstärkt. Er verwandelt sich in eine Dampfwalze. Trefferpunkte je Stufe, ein Stärkepunkt je drei Stufen. Maximalen Schaden an, ja, das können wir gut gegen Liches einsetzen. Jetzt waren wir aber bei ihr. Ja, packen wir mal zur Sicherheit eine Genesung rein und hier. Vereinte Kräfte. Der Priester, Macht seines Gottes. Bonus auf ETW, nicht unbedingt. Magieresistenz. Erhält das Ziel eine Magieresistenz von 2 je Stufe des Priesters mit einem Maximum von 40 auf die 20. Stufe. Ja, kann die Magieresistenz senken. Tote erwecken. Wahrer Blick. Massenheilung, das. Macht nur 1 W8, das ist nicht gerade viel. Chaotische Befehle. Ja, das sollten wir mal mit reinnehmen. Und auf Minsk öfter mal sprechen. So, wie sieht das eigentlich bei Yahira aus? Die hat den Insektenschwarm auf Stufe 5 drin. Heilung und Tiere herbeirufen. Materiaspiegel. Ja, als Geschosse zurückwerfen. Schmerzhafter Verfall ist, glaube ich, besser als Tiere herbeizurufen. Ja, dieser Zauber kann nur auf lebende Wesen angewandt werden. Der schmerzhafte Verfall sorgt dafür, dass das betroffene Wesen rapide dahinsieht. Es wird zudem automatisch für 2 Runden verlangsamt. Wenn dem Wesen ein Rettungswurf gegen Gift misslingt, erleidet es einen Schadenspunkt pro Sekunde. Der Zauber richtet insgesamt 50 Schadenspunkte an. Jo. Rettungswurf speziell, das ist halt ziemlich schwierig zu kontern, den Zauber selber, weil das speziell ist. Ja, nun gut. Gut, dann gehen wir uns noch mal unten umsehen. Was möchtet ihr? Fragt nur. Weil ich glaube nicht, dass Yahira was dazu zu sagen hat gerade. Ihr wart Nö. leichtfüßig und so. Dann gehen wir noch mal und gucken hier durch. Nur Bücher. Geschichte, Geschichte, Geschichte. Geschichten von Kalimsan, Geschichten von Amm. Hier das Auge. Haben wir noch nicht knacken können. Ah, ein Helmchen. Also ja, ich bin gerade etwas verwirrt, dass hier in der Hafenfeste niemand ist. Ich hätte nie gedacht, dass wir so großartige Taten vollbringen würden. Säurepfeile. So, Helm. Zum Schutz vor Bezauberung. Immun gegen kritische Trefferträger ist immun gegen Bezauberung.
Hast du schon einen auf? Du hast den Drachenhelm. Du hast den geilen Infravisionshelm, soweit ich weiß, oder? Jo. Dann hast du jetzt auch einen Schutz vor Bezauberungshelm auf. Schutzformel gegen Kälte, die können wir identifizieren, also... Fluch der Torheit, ich dachte es mir fast schon, dass das Ding nichts wert ist. So, das da rein. Alles andere sieht okay aus. Ja. Keine große Herausforderung. Ja, hier ist verlangsamt. Ach, das auch noch. Sag bloß, der Helm ist zu schwer. Naja, gib mal 2 volle Stacks Heiltränke. Obwohl, gib die mal an Keldorn. Dann darf jetzt Keldorn mal ein bisschen Heiltränke schleppen. Wir müssen wirklich mal gucken, dass wir dem... Achso, sie hat schon große. Die beiden haben noch kleine. Dass wir zum Beispiel... die mal aufteilen. So, so. Dann kriegt Yoshimo auch mal große. Ich warte. Und uns langsam mal damit hochheilen. Was immer ihr wünscht. Müssen wir vielleicht noch mal eine Nacht drüber schlafen? Kann gut möglich sein. Jetzt gehen wir aber erst einmal hier rein. War doch hier, oder? Ja, Mavers Gilde. Ja. Wenn ihr es wollt. Hi, Gorge. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Ah, kommt rein, kommt rein. Schaut euch nur um, wenn ihr wollt. Ich bin Gorge, dienstbarer Eigentümer dieses bescheidenen Hauses. Was verkauft ihr denn? Ich verkaufe viele Dinge. Dinge, die jene mir verkaufen, die in Not sind. Von Bingen und Schmuck bis hin zu Erbstücken. Gorge hat alles, was geschmackvoll und nützlich ist, das ihr euch wünschen könnt. Dann lasst mal sehen, was ihr habt. Selbstverständlich, Gorge möchte zufriedene Kunden. Vielleicht seid ihr an diesem eleganten Hut interessiert. Hochmodern in Tiefwasser. Nein, gut, dann schaut euch auf alle Fälle gut um. So, er verkauft Schnaps. Er verkauft Streitkolben plus 2, ein paar Bögen. Schleudern. Mhm. Schleuderkugeln. Plus 2 nur. Kettenhemd, Schienenpanzer, Schutzring, Nymphenumhang, Abwehrarmbänder, ein paar Tränke. Edelsteinbeutel. Hm. Nee. Verkaufen wir mal lieber das Zeug. Bei ihm einfach. Ansonsten sind wir fertig. So, dann fragen wir mal, was mit den Türen ist. Was ist denn hinter der Tür dort? Oh, die Tür, nur der Eingang zu meiner bescheidenen Wohnung. Ich möchte euch ein schönes symbianisches Schmuckstück zeigen, das mir ein unglücklicher Händler zukommen ließ. Ich will nichts kaufen, ich möchte Mava sehen. Ah, warum habt ihr das nicht früher gesagt? Ihr habt etwas Schriftliches für mich, ja? Ja, alles scheint in Ordnung zu sein. Ihr könnt mir was sehen. Geht durch die Tür dort hinten. Es war nett, euch zu treffen. Diese Tür oder die andere? Das bleibt sich wohl gleich. Ich warte, schon erledigt. Wenn es das ist, was ihr wollt. Zintris. Ein Schattendieb, da können wir hoch. Wir können hoch und runter. Sagt, was ihr wollt, aber macht es kurz. Ich kenne euch nicht, was wollt ihr? Wer seid ihr?
Ich bin Zintris und lasst mich das jetzt gleich klarstellen, sodass es später nicht zu Missverständnissen kommt. In Ordnung? Ich bin der oberste Taschendieb. Ich und kein anderer. Kommt mir in die Quere und ich mache euch fertig, klar? Sicher. Könnt ihr mir sagen, wo ich Meva finden kann? Er ist unten und praktiziert natürlich das, was er am liebsten tut. Es ist das, was er immer macht, um neue Ankömmlinge aus der Fassung zu bringen. Es wird von euch erwartet, dass ihr da hinuntergeht und mit ihm redet, während er dabei ist. Ich verstehe. Und wer seid ihr? Ja, oder gehe ich mal. Was ist mit dir? Sagt, was ihr wollt, aber macht es kurz. Ach, was ist das? Ist dort ein Feuer? Was geht da vor? Wer seid ihr? Ich? Mein Name ist Gorwin. Ich schätze, ihr habt nicht zufällig eine Flasche Fussel da drin verstaut, oder? Ah, ich schätze nicht. Wer seid ihr überhaupt? Ich bin Talitza, ich wurde hierher gebracht. Gebracht? Was? Nun, das ging verdammt schnell. Wo Lin noch nicht einmal kalt oder so ist. Also dann, gut euch zu treffen, Talitza. Könnt ihr mir sagen, wo Meva ist? Ja, er ist runter in den Keller gegangen, bearbeitet den armen alten Lin. Eine echte Schande ist das. Hm, ich muss doch hier irgendwo eine Flasche haben. Danke. Nun, ich habe euch nicht vermisst, bevor ihr mich angesprochen habt, oder? Es ist schlimm, das Gedächtnis zu verlieren. Meine Medizin muss doch hier sein. Ich hatte sie doch gerade noch ganz bestimmt. Ich warte. Euer Wunsch ist mein Begehr. Ja, gut. Wir wollen aber erstmal nach oben. Okay, ich glaube nicht, dass wir hier weiter dürfen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich weiß auch nicht, warum Meva diesen dämlichen Zauberer duldet. Scheint sich für etwas viel Besseres zu halten. Was zur Hölle? Warum sind hier Türen? Diese Tür soll offenbar die Fähigkeit eines Diebes, Schlösser zu knacken, auf die Probe stellen. Oh. Ja gut, wir können hier Zeug klauen. Das ist übrigens ein Bogen, den wir so brauchen. Brief des Gerbers, den können wir dahin. Das Ding kommt weg, haben wir gesagt. Das ist ein Zepter der Auferstehung. Das sollte eigentlich eher nach vorne. So, Edelsteinbeutel. Was haben wir eigentlich da alles drin? Nur die zwei Sachen, okay. Wo soll ich euch meine Yoshimo ist bereit. Ja, so kann man auch üben. Und Geld und vor allem Erfahrungspunkte machen. Und ein bisschen Geld. Hi, du. Ja. Ja. Ihr da, wenn das mal nicht ein neues Gesicht ist, wie aufregend. Wer seid ihr? Ich heiße Anisha, Liebling, Meuchenmörderin der Extrakasse und Schattendieb guten Rufes. Ihr gegen seid für mich ein völlig Fremder. Seid ihr hier neu? Wie wunderbar. Wie soll ich euch denn nennen? Ihr könnt mich bei meinem Namen nennen, Talitza. Nun, es freut mich sehr, euch zu treffen, Talitza. Unter den Schattendieben gibt es leider nicht genug Schwestern wie uns, obwohl wir Frauen doch wohl die Besten sind, oder? Ich würde gerne erfahren, wo Meva ist, bitte. Nur, ihr müsst die Treppe dort hinuntergehen und ihr werdet auf Meva treffen. Er beschäftigt sich gerade mit dem Extrahieren von Informationen. Mit dem gewaltsamen Extrahieren von Informationen. Danke, ich gehe da mal besser. Jetzt schon? Wie schade. Ja, gibt es hier noch eine Treppe nach unten? Okay, hier sollte ich nach Fallen suchen. Und scheinbar kann ich die Schattendiebe ausrauben, wie es mir gerade passt. Ja gut, das ist gegen... Das ist verschlossen, ordentlich verschlossen halt. So, bei welcher Tür waren wir jetzt? Bei dieser hier, weil die hier ist offen, oder? Ja. Es ist auf jeden Fall auch cool, dass hinter jeder Tür mehr Geld ist. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen ein Gag. Wahrscheinlich, wenn wir zu gierig werden, ist hinter der letzten Tür eine Falle und der Tod. Oder einfach ein Haufen Zeug.
Gott sind das viele Tränke der Meisterdiebeskunst.